Protestantin, Pfarrerstochter, Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Union. Der Einmarsch beim Kirchentag in Dresden, er gerät zum Triumphmarsch. Es ist einer der angenehmeren Termine der Angela Merkel in dieser Woche. Auf dem Kirchentag darf sie über eine neue Weltordnung philosophieren, zusammen mit dem ehemaligen ghanaischen Präsidenten Kufuor. Wenn man eine wirkliche Weltordnung haben will, eine globale politische Ordnung, dann wird man nicht umhinkommen, an einigen Stellen auch Souveränität, Rechte an andere. Den Weg zu einer neuen Weltordnung. Das soll Berlin sein, ne? Oder? Da ist Berlin. Oh, was ist denn das hier? Was? Nein, natürlich nicht. Wir verändern doch gerade die Welt. Oder ich arbeite jedenfalls. Sie darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Und wir müssen damit rechnen, dass das in verschiedenen Weisen Tag für Tag. Es gibt derzeit den etwas merkwürdigen Eindruck, dass man eigentlich überall absolut das Gleiche erfährt. In der Vergangenheit hatten wir eine Meinungsvielfalt, hatten viele unterschiedliche Nachrichten. Was ist da eigentlich passiert, wenn man weiß, dass die Bundesregierung derzeit Journalisten vorsätzlich darum bittet, in Zusammenhang mit der Finanzkrise und der tatsächlichen Finanzlage in den Kassen der Bundesrepublik Deutschland die Bürger zu belügen, dann sieht das Ganze schon etwas anders aus, wenn wir uns die täglichen Medienberichterstattung anschauen. Man muss dabei wissen, dass es nicht irgendein Mitarbeiter im Bundeskanzleramt war, der das Ganze in die Wege geleitet hat, sondern Bundeskanzlerin Angela Merkel höchstpersönlich hat mit den Journalisten gesprochen, hat eingefordert. Bis zum Moment, wo sie auch bereit wären, eine unpopuläre Entscheidung einfach so zu treffen, indem sie sagen, ich mache es. Erinnern wir uns an Helmut Kohl. Die Entscheidung für den Euro war keine, die ihm damals Sympathien eingebracht hat. Oder auch bei Schröder zu sagen, wir machen jetzt Agenda 2010. Ja, sicherlich, solche Situationen gibt es immer wieder. Also wenn Sie mal erst eine von Ihnen erst zitierte Umfrage machen, was die Leute davon halten, dann könnten wir das nicht machen. Ich habe, wenn ich mal an die Gesundheitsreform denke, die ja auch noch nicht so überall populär ist, dann ist die Frage, ob wir zum Beispiel diesen Fonds machen, eine Frage, wo ich immer gesagt habe, die machen wir. Und der hat viele Vorteile und egal, was da jetzt geschrieben wird, was gesagt wird, das wird so gemacht und so gibt es in der Innen- und Außenpolitik immer solche Situationen. Es gab ja so ein Zitat. Die Frage Mehrwertsteuererhöhung, etwas sehr Unpopuläres und trotzdem, glaube ich, haben wir mit unserem Konzept zu investieren und trotzdem den Haushalt zu sanieren, das Richtige getan. Frau Merkel, eine Frage von Rob Scharfenberg, Telegraaf aus Amsterdam. Sie reden heute ziemlich viel über Geld, über Finanzen auch der Bundesrepublik Deutschland. Nun wollen Sie das Finanzministerium besetzen mit einer Person, der öffentlich beteuert hat im Deutschen Bundestag, dass er einen Waffenhändler nur einmal getroffen hat und dabei vergessen hat, dass er auch noch 100.000 D-Mark von dem angenommen hat. Also wie können Sie so eine Person als sehr kompetent schätzen, um sozusagen die Finanzen dieses Landes ihm hinzuvertrauen in der Krise? Also können Sie das erklären? Weil diese Person mein Vertrauen hat. Aber kann er noch mit Geld umgehen, wenn er vergisst, dass er 100.000 Mark in bar in seiner Schublade liegen hat? Ich habe wirklich jetzt alles gesagt dazu. Wenn das alles ist? Wie bitte? Ja, ich kann gerne den Satz nochmal wiederholen, aber ich habe aus meiner Sicht alles gesagt. Aber es geht um die Finanzen von 82 Millionen Deutsche. Also es ist eine ziemlich große Summe, würde ich sagen. Also, so, die nächste Frage. Ist doch abenteuerlich. 1 Billion Euro nur für die Liquidität der Banken. Und kein Mensch fragt, woher das Geld kommt. Das wird doch gedruckt, Frau Bundeskanzlerin. Woher wollen Sie es denn sonst nehmen, um das mal im Klartext zu sagen? Und die Frechheit besteht doch daran, dass die Banken im Geld schwimmen. Denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft. Wissen Sie, Frau Bundeskanzlerin, Sie lesen doch heimlich sowieso nachher meine Reden. Hören Sie doch lieber gleich zu. Also mal abgesehen davon, ja, würde ich Ihnen gerne eine Sache sagen. Wenn wir hier mal um 1 Million kämpfen im Bundestag für einen sozialen oder einen kulturellen Zweck, dann braucht das 9 Monate, bevor wir das Nein bekommen. Aber wenn es um zig Milliarden geht, läuft alles innerhalb einer Woche in diesem Bundestag. Das müssen Sie der Bevölkerung mal erklären. Ich freue mich auf Ihre Anregungen und Ihre Vorschläge.
Denn Deutschland soll so bleiben. Das ist ein Thema, was wir unbedingt aufnehmen müssen. Ich nehme das mit, ist aufgenommen und das wird leider auch noch 5 bis 10 Jahre dauern. Wir nehmen ja heute die Vorschläge auf. Ob ich den umsetzen kann, weiß ich nicht. Okay. Er guckt mich immer so nett an. Aber ganz kurz. Das würden Sie sich wünschen. So, jetzt sind Sie aber endlich Sie dran. Alles.